Toy Story findet Nemo, die unglaublichen Ratatouille. Das sind nur 4 Erfolgsfilme der Pixar Studios in Kalifornien. Etwas weniger bekannt ist die Abenteuer von André und Wally B. Der Kurzfilm von 1984 gilt als der erste der Pixar Studios. Obwohl Pixar damals noch gar nicht Pixar hieß, sondern ein Teil der Firmen von George Lucas war. Das Besondere an diesem Kurzfilm: kein Bild ist gezeichnet, das waren nur die Entwürfe. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.